Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Ja, wir sind immer noch hier und müssen langsam mal unser nettes kleines Städtchen, unser nettes kleines Königreich, mal auf Stufe 2 kriegen, weil wir... ich baue mal kurz so. Wir müssen... beziehungsweise wir brauchen 5000. Um Stufe 2 zu erreichen, wo wir dann ein nautisches Institut bauen können, um dann hauptstorymäßig weiter vorankommen zu können. Hey. Deswegen spare ich jetzt mal mir ein bisschen dieses Geld. Gehen zurück in die Stadt. Und wir schauen uns mal Nebenquest technisch noch ein bisschen an. So, Militäreinsatz. Militäreinsatz. Suche in der Wüste. Richtiger Dings. Lerne alte Pracht. Huch. Kann ich noch keine alte Pracht? Nö. Hier. Yes. Nee, anscheinend nicht. Forschung. Stimmt, alte Pracht geht erst ab Stufe 2, also ab Königreich Stufe 2. Das müssen wir dann da auch lernen. Das können wir später erst. Dann müssten wir mal schauen, dass wir... Ja. Komm, machen wir den ab in den nahen Wald. Ab in den Narrenwald. Wo die Narren fällt. Ach komm. Ab nach da. Müssen ja eigentlich nur warten, bis hier die... Ach nee, der Narrenwald. Da muss ich da hoch. Bis die... nötigen... das nötige Kleingeld da ist. In der Königskasse. Oder in der Dingskasse eher gesagt. In der... Doch, Königskasse. Oh, ein kleiner Pilz. Do something! Dieser Nebel. Ich glaube, der Pilz ist... da ist vom Dämonenhauch besessen. Los, hinterher. Oh. Der Dämonenhauch also. Das erklärt so einiges. Hinterher. Okay, die Truhe haben wir schon. Hinterher. So, da das ein Pilz ist, würde ich mehr auf Natur gehen. Und den holen wir uns auch noch. So. Let's go. Ja, die tun uns ja nichts mehr. Sind ja alle friedlich. Ja. So. Los. Let's go. Hier lang. Immer den Pilzen nach. Pilze. Da ist er. Golly. Genau, es ist genau wie der Mann sagte. Der Kleine hat uns zu dem Anführer geführt. Und der ist ebenfalls vom Dämonenhauch besessen. It's clobbering time.
wenn wir den Großen erstmal besiegt haben, normalisieren sich auch vielleicht auch die Kleinen. Konzentrieren wir uns auf den Anführer. Gute Idee, genau. Da Pilzgefahr. Genau. Let's go. Das ist nämlich einer der Besessenen. Und das Viech ist nervwütend, weil das Viech vergiftet. Autsch. Und natürlich scheiße stark ist. Na komm. Autsch. Ja, ich muss aufpassen. Zack, zack. Need a little help here. Aua, aua, aua. Vorsicht. Und Kampf und Fähig schon wieder. Ah, meine. So. I owe you one. Zack, 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 zack. So. Und na bitte. Haben wir auch schon mal geschafft. Auch schon mal geschafft, das Viech. So. Hier ist noch mal kurz so einer. Und ab nach Havanna. So, da drüben steht er auch schon. Moin. Ja, wir haben das besiegt. Da, 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 da. So. Hier. Ausrüstung. Nichts an neue Waffen, ne? Nichts an Rüstung, nichts an Schuhen. Ja, noch ein Ring der Stärke haben wir bekommen. Und ein Diebesring. Der Diebesring ist, ja, im Grunde für sie, weil sie ist Meisterdiebin. Im Grunde wäre der Diebesring für sie. Das ist die Erfolgschance für Meisterdiebin. So, das ist so, das kann sie eigentlich nur. So, allerdings habe ich sie nie gebraucht. Sagen wir es mal so. Huch. Da ist eine neue Lanze. Ist ja interesting. So. Ne. So, Ring der Nähe gegen Ring der Stärke austauschen. Und er kriegt die Offizierslanze, die Schieferlanze und die Chromlanze. Genau. So haben wir das nämlich noch ein bisschen erweitert. So, nächste Nebenquest-Geschichte. Ja, das sind alles Militäreinsätze, ne? 39. Hm,
Das ist 25. Und das hier ist auch nochmal 25. Okay, dann machen wir nochmal einen Militäreinsatz. In unmittelbare Nähe. Ne? Dann quatschen wir nochmal kurz hier. Machen wir hier mal schnell den Militäreinsatz. Level 19. Werden wir schon hinkriegen, irgendwie. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So. Vorbereitung. Will ich nicht. Ich habe schon die stärksten von denen. Naja. Okay, dann beginnen wir so, weil, wie gesagt, ich will die Kronen nicht ausgeben. Hi! Ja, der wahre Herrscher von Melanzi-Ebene. Der ist ja wiedergekommen. Gott, nicht schon wieder der. Du kannst uns mal an die Füße fassen. Das ist so geil. Diese, ich sag mal, Spruchart. There's plenty more where that came from. Stay strong. All right. Stay strong. Hi. Stay strong. Verdammt, ich meine, verdammt, ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ja. All together now. Diese Logik allein schon finde ich sowieso ganz witzig. Erwin will ein Land, wo keine Kriege geführt werden. Einer der 100% Erfolge ist allerdings, man muss 50 verschiedene Militäreinsätze erfolgreich ausgeführt haben. Wo ist da die Logik mal ganz grob, ne? Hier. Uncool. Die haben eine Kanone. Attacke. So. Nee. Will ich gar nicht haben. Will ich gar nicht haben, die Kanone. So. Erstmal wieder regenerieren und let's charge. Attacke. This should work. Charge! Don't let them get away. Form a square. So. Hi. 2 Stunden. Bla bla bla. Go on, my son.
Ja, ich weiß. We can't afford to lose. We can't afford to lose. Ich erinnere mich. Hier ging mir die Scheiße aus. Was always short. We can't afford to lose. Charge! Don't let them get away. Scheiße. Stay strong. Dings ist down. Stay strong. Yeah, das ist natürlich sehr doof. Dass der Dings hier weg ist. Take this! So. We can't afford to lose! This should work! Zack, 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 zack. Now's our chance! Don't let them get away! Don't let them get away! Don't let them get away! We can't afford to lose! This should work! So. Geht doch! Haut jetzt ab. Na bitte. Geht's doch. We won! Hooray! Geht doch. Wir haben's geschafft. So, jetzt schauen wir mal. Bei unserem Königreich vorbei. Hi. Ja, schon wieder bla 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 bla. Ja, ich weiß, du willst mich vom Thron schmeißen. Yes. Was schreibt man? Ja. Mhm. Du mich auch. So. Dann schnell mal ins Königreich rein. Weil ich hoffe mal, dass wir jetzt genügend haben, um Dings unser Königreich auszubauen. Ja, schönes Ding. Das sieht doch schön aus. Und Schloss erweitern. Wisch. Rang des Königreichs gestiegen, Grenzen sowie Ausbaumöglichkeiten erweitert. Und das ist genau das, was ich meine, mit wir werden noch viel Spaß haben. So, wir brauchen das Ding hier, nämlich ein nautisches Institut. So. Und habe ich da nicht sogar schon, genau, der Matthias, der ist nämlich auch direkt jemand, der da reingehört, nämlich. So, den Rest, den mache ich später. Hier. Mit den neuen Stadtmauern sieht Minneapolis endlich aus wie ein richtiges Land. Wir haben jetzt auch Platz für eine Menge neue Gebäude, zum Beispiel eine Taverne. Der Bus liegt uns dauernd in den Ohren. Einen besseren Übungsplatz bräuchten wir auch noch. Minneapolis ist vor. Ah, das ist schön. So, wir werden natürlich jetzt noch Cecilius den Auftrag geben. Cecilius! Wow. So, wie es aussieht, würden alle Voraussetzungen erfüllt. Dann wollen wir mal mit Matthias über den Umbau unseres Schiffes reden. Hey,
there. Tachchen, Evan, dein Schiffsumbau ist fertig, genau wie du es wolltest. Mit Hilfe von Cecilios Anweisung können wir den Mechanismus einbauen. Ich kann heute wieder nicht lesen. Sorry, Leute. Es sollte möglich sein, den Meeressprung mit dem Schiff zu überspringen. Thank you. Danke, Matthias. Dann können wir ja nach Mechbaum aufbrechen. Sprungfunktion des Schiffs. Das Schiff wurde erfolgreich für die Überwindung des Meeressprungs flott gemacht und wird nun automatisch an den im Bild markierten Punkten zum Sprung ansetzen. Ihr seht da die kleinen roten Kreise auf der kleinen Map. Okay. Auf geht's. Bin gespannt, was uns dort erwartet. Mechbaum liegt in den Mondlanden. Das ist aber auch schon so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Mechbaum ist ein mächtiges Land, das sich ganz der Aprakalyse verschrieben hat. Aprakalyse? Das höre ich zum ersten Mal. Aprakalyse ist die Lehre von der Forschung und Nutzung magischer Energie zur Technologieentwicklung. Say. Mechbaum wird von Vector gehört. Er ist ein berühmtes Ingenieursgenie und nennt sich selbst Director. Es heißt, dass sich Mechbaum durch sein Genie von einem Unternehmen zu einem mächtigen Unternehmensstaat entwickelt hat. Doch wenn man genauer hinsieht, scheint es Unruhen im Land zu geben. Bald könnte es wohl zum Ausschreitungen kommen. Hm. Mechbaum hat also auch Probleme. War ja klar, dass es nicht einfach werden würde. Oh, come on. Ach kommt, zieht nicht solche Gesichter. Lass uns doch erstmal in Mechbaum ankommen. Da hat Shanti recht. Da hat Shanti wirklich recht. Allerdings nicht heute, denn diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Jetzt wird es wieder so sein. Story, Nebenquest, Story, Nebenquest, Story. Also Montag, Mittwoch, Freitag ist Storytime. Dienstag, Donnerstag ist dementsprechend natürlich Nebenquest-Zeit. Um euch auch ein bisschen die Nebenquests noch zu zeigen. Ne? Und ja, dementsprechend würde ich sagen, das war's von mir, eurem Levos Kisan.